Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu der Qualität Wars. Ich mache heute ein Special Video, nämlich ich mache heute ein Let's Play von Flight Simulator X. Nicht weil ich es unbedingt sehen wollte, sondern wegen einer ganz bestimmten Person, vielleicht sogar wegen dem treuesten Abonnenten, den wir überhaupt haben von unseren 18 Abonnenten, nämlich einen guten Freund von mir, den Maurice. Und der wollte es unbedingt sehen, habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich die Zeit dazu, dann mache ich einfach mal. Das soll eigentlich ein ganz kurzer Flug werden. Ich zeige auch mal ganz kurz die Einstellung und ich hoffe, es ist ganz besonders, also ich hoffe, dir gefällt Maurice. Ich hoffe natürlich, den anderen gefällt es auch. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder beim Bildschirm. Und da sind wir auch beim FSX. Ich habe, ja, was soll ich jetzt sagen, ich habe den Simulator schon sehr lange. Ungefähr seit 2 Jahren. Ich spiele auch schon manchmal. Ich habe hier eine, wie heißt Joystick und alles. Und ja, Moment, ich kann es schon mal kurz zeigen. Das ist mein Joystick. Hier mit dem Gashebel, hier mit dem Joystick. Ja. Ja, das ist ein T-Hotas Flight X Thrustmasters, glaube ich, heißt der. Hat, glaube ich, 70 Euro gekostet. Und bevor wir mit dem Simulator, mit dem Fliegen anfangen. Oh, jetzt kackt er wieder ab. Nee, doch nicht. Bevor wir damit anfangen, zeige ich euch noch schnell meine Einstellungen. Wenn ihr selber habt, oh, jetzt kackt er wieder. Ich hasse das, wenn ich ihn zu lange anlasse, ist hier so. Ah, jetzt doch nicht. Okay. Doch. Nein. So, hier. Perfekt. Der Simulator läuft nicht immer frei. Ja. Das liegt aber nicht daran, was für ein PC du hast, sondern es liegt eher daran, was für, wie heißt, dass er so schlecht programmiert wurde. Der FSX von den Machern. Es ist schlecht, würde ich nicht sagen. Aber ja, ich sehe meine Einstellungen. Also ich habe einen Intel R-Prozessor mit 3,0 GHz, glaube ich. Und dann habe ich hier meine Einstellung. Ich habe 1280 x 1420 x 30 Bit. Zielwiederholrate unbegrenzt, würde ich so lassen, anisotrop, beste Einstellung, die es gibt. Globale Strukturauflösung ist nicht das Wichtigste, was es gibt, aber es ist auch nicht das Unwichtigste, was es gibt. Also ich würde es ruhig auf hoch stellen, mittel würde ich schon lassen, würde ich eher lassen. Ja, auch hoch, sehr hoch ist dann schon, dann kackt die Framerate schon wieder ab. Mittel würde ich schon lassen, ist schon gut bei hoch, nicht bei mittel, hoch würde ich lassen. Ganz ruhig. Und, Entschuldigung, muss ich mal kurz die Kamera einstellen. Kommst du mal kurz her, Ali? Gefällt dir die Kamera so? Komm mal her. Ja, das würde ich so lassen. Ja, Anti-Leising auch an. Dann gehen wir Luftwasser. Quick, Copy, Quick Infos aus. Das braucht man überhaupt nicht. Das braucht man auch überhaupt nicht. Das ist total behämmert. Werfenschatten auf Boden. Das braucht man eigentlich nicht. Das zieht alles nur Frames. Das ist natürlich sehr wichtig. Szenerie, alles voll, also es ist nicht die beste Einstellung, aber läuft es mit Anisotrop und Anti-Aliasing, läuft es mit den Einstellungen am besten. Wassereffekte braucht ihr nicht. Wenn, dann würde ich es auf niedrig zweimal stellen, sonst würde ich es lassen. Ja. Sichtkomplexität extrem dicht oder sehr dicht. Bei mir funktioniert es besser mit extrem dicht. Ja, Wetter. Bewölkungsdichte, je nachdem wie gut der bei euch programmiert ist. Ich habe es auf niedrig gestellt, das ist mir nicht so wichtig. Das ist auch egal. Hier braucht man nichts machen. Das 80-70 würde ich sagen. Verkehr. Ich habe nicht so hohen Verkehr eingestellt, weil es mir eigentlich nicht so wichtig ist. Ja. Was muss ich jetzt noch sagen? Nichts. Ja. Ich möchte mal kurz was ausprobieren für diesen Flug. Ich stelle mal hier auf niedrig zweimal. Mal sehen, ob der dann Simulator dadurch besser läuft. Ich speichere mal das hier. So, ja, möchte ich setzen. So. Ich habe mir einen etwas nicht so langen Flug aufgeholt. Ich fliege mit der CRJ-700. Nicht das größte Flugzeug. Ich fliege von dem Flughafen, bei dem wir immer landen, Reggio Calabria. Jetzt auch hier in unserem Urlaub, in dem wir jetzt fliegen. Da werden wir auch auf jeden Fall landen. Nach Karthage. Also ich zeige mal kurz die Streckenführung suchen. Da hier ist unser Flughafen und da, also es ist Tunesien hier. Wir fliegen nach Tunesien. Ich weiß nicht, wieso ich mir den Flug ausgewählt habe. Ja, das ist hier bei Navilog. Entfernung, Abschnitt, Rest. 267,5 Meilen.
Ist nicht der längste Flug, ist aber auch nicht der kürzeste. CRJ-700 passt auf jeden Fall. Ja, Reiseflughöhe. Ich weiß nicht, für die, die sich damit nicht auskennen. Ich stelle es immer so auf 27.000 bei längeren Flügen. Mach mal 27.000. Dann mal speichern. Ja. Und reales Wetter lade ich mir runter. Auf jeden Fall. Wir fliegen auch zur gleichen Uhrzeit. Ich werde jetzt hier wieder. Ach, Gewitter. Passt ja perfekt. Dann kackt das Spiel. Wenn Gewitter ist, kackt das Spiel ab. Ich probiere es. Wir haben 20 Uhr. Warte mal, hier, nicht GMZ. 20 Uhr 10. Dann mache ich 20 Uhr 11, falls wir jetzt loslegen. Das dauert ja ein bisschen, bis es lädt. Und ja, machen wir Flugstarten. So, ich mache auch kurz einen Cut, bis es zu Ende geladen ist. So, und schon befinden wir uns wieder hier zurück im Flugzeug. Im Cockpit. Und, was soll ich dazu sagen? Upsala. Man merkt schon, Framerate, naja. Ich sag nichts. Können die Entwickler machen, muss ich nicht machen. So. Das ist unser Flugzeug. Triebwerke sind aus. Ich mach's immer gerne so, wie soll ich es ein bisschen verschieben nach hinten? Macht man mit J. Und dann nach hinten verschieben. Ich merke gerade, wo wirklich die Kamera, wenn ich hier. Komisch. So. Ach, hier. Kabelsalat. So. Ich mache immer gern ein bisschen realistisch. Und mache mal gerne die Türen auf. Aber das erspare ich euch jetzt alles. Würde viel zu lange dauern. Dann fangen wir einfach mal an. Gehen wir hier Shift und 5. Gehen wir hin und machen erstmal Batterie an. Ich kenne mich damit sehr gut aus mit diesen ganzen Sachen hier. Das hier an. Taxi macht man eigentlich noch nicht an. Macht man erst, wenn man rollt. Strobe auch erst, wenn man startet. Logo kann man schon anmachen. Das kann man. Painless an. Ja. Das kann man auch anmachen. Ich habe einen extra Sound gewählt. Ich habe nicht einen Sound, der mir den FSX bietet, sondern ich habe einen extra Sound gewählt, der nicht den FSX hat. So. Jetzt. Es ist immer anders. Ich gehe mal auf Luftfahrzeug, dann gehe ich auf Treibstoff und Nutzlast. Ist es ein ziemlich kurzer Flug. Ich mache mal lieber 60, mache nicht über 100, weil 100 ist dann viel zu viel für einen Flug von der Länge. Würde auch schon 50 sein, aber ich gehe mal lieber auf Reserve. Das ist auch viel zu viel. Viel zu übertrieben. So. Ups. So. Maximales Brutto. Das ist schon knapp dran. Machen wir lieber hier ein bisschen mehr runter. Da. So. So, das haben wir eingestellt. Läuft eigentlich okay, würde ich sagen. Mein PC ist schon gut. Wie das hier läuft. Passt schon. So, Moment. So, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir. Yes. So, genau. IFA-Anfrage. Dann geht man nämlich auf Ö, macht es auf hier und dann geht man auf. Man muss erstmal IFA einstellen beim Flugplaner. So. Muss man nicht machen, mache ich aber immer, weil es realistischer ist. Ach, wenn ich schon dabei bin, halt's Maul. Das ist unser Flughafen. Das ist ein kleiner Flughafen. Und wir landen da. Und es ist nicht gerade schön, wenn es wirklich nass ist. Landet man da nicht gerne, das kann ich was sagen. So, 12.000, das stellen wir hier ein. Das sieht man dann hier unten irgendwo. Wenn es dann so eingestellt ist. So, Moment. Das sieht man dann, wo steht man das? Altitude. Oh, meine Kamera ein bisschen zurück, wenn ich jetzt schon um. Moment. So, mal kurz Cut.